Vielleicht wird man im Rückblick auf das Geschehen an den Märkten des Jahres 2020 und 2021 einmal von der Covid-Blase sprechen, also von dem Erschrecken der Märkte, dass da plötzlich ein Virus aus China auch westliche Menschen befallen kann. Das hatte man überhaupt nicht auf dem Zeiger. China schon im totalen Lockdown in Europa und den USA haben die Märkte noch Party gefeiert, bis dann das Entsetzen groß war. Das Entsetzen war so groß, dass die Märkte nach unten crashten, woraufhin die Notenbanken massiv intervenierten, die Staaten auch, dadurch viel mehr Geld in das System pumpten, als eigentlich Schaden durch diese Covid-Geschichte entstanden war und dementsprechend die Liquidität so hoch war, dass alle Boote gestiegen sind, ob Aktien, ob Kryptowährungen, ob Rohstoffe, alles schießt nach oben unterschiedslos und wenn die Flut eben so stark ist, dann sieht man nicht, wer nackt badet. Wenn aber dann mal das Wasser ein bisschen nachlässt, dann sieht man, oh, da ist der eine oder andere ohne Badehose unterwegs und manchmal ist es eben auch so, dass diese Blase noch nicht platzt, aber dass ein bisschen Luft entweicht und möglicherweise sehen wir derzeit, dass ein bisschen Luft entweicht. Es entweicht zumindest ein bisschen Luft aus dem Preis für Bitcoin. Wir haben gestern auch in den USA gesehen, dass die Wall Street zum Handelsende doch noch ziemlich deutlich ins Minus gerutscht ist nach starkem Beginn, aber wir haben ja die Europäer, die drehen die Futures erstmal wieder ganz gerne nach oben und dann wollen wir sehen, ob die Amerikaner das Spiel mitspielen. Aber fangen wir zunächst mal an mit Bitcoin. Das erste Mal unter 40.000 Dollar seit 14 Wochen, also seit Februar, möglicherweise ein Boden, wie hier ein CNBC-Artikel nahelegt. Seit dieser Geschichte, als Tesla respektive Elon Musk bekannt gegeben haben, keine Bitcoins mehr zu akzeptieren, weil ja so unglaublich viel Energieverbrauch laut Elon Musk, haben hier die Kryptowährungsmärkte gute 300 Milliarden Dollar verloren. Wir sind jetzt heute Nacht allein um 10% runtergekommen, haben in Summe und bei 37% verloren seit dem Hoch, das wir gemacht haben, knapp unter 65.000 Dollar. Das war im Mitte April. Jetzt könnte es so sein, dass wir natürlich sehr, sehr stark überverkauft sind, dass wir Unterstützungen anlaufen und dass wir auch bestimmte neuralgische Punkte anlaufen. Dazu gleich mehr. Einer der Punkte, warum Bitcoin unter Druck ist, neben nach wie vor diesen Aussagen von Tesla und Elon Musk, ist China. Nachdem dort drei staatliche Institutionen, wenn man so will, gewarnt haben, Kryptowährungen zu benutzen. Sie sollen nicht als Währungen zirkulieren, so heißt es dort. Die seien ohne intrinsischen Wert. Naja, könnte man über Fiat-Geld ja auch sagen, wenn man bösartig ist und deren Preise könnten easily manipulated werden. Naja, derzeit sind ja die Märkte insgesamt ziemlich manipuliert, hat man das Gefühl, eben durch die Notenbanken, durch die Staaten, die ja alles andere als freie Märkte zulassen. Hätten wir freie Märkte, etwa in Europa, dann wären die Anleiherenditen natürlich deutlich höher. Das ist gar keine Frage. Also wird manipuliert und gedreht und gemacht und getan. Und die Nutznießer sind diejenigen, die über Vermögen besitzen, denn die Vermögenspreise, die steigen. Also hier China wendet sich gegen Bitcoin, ziemlich klare Ansage. Man plant ja auch den digitalen Yuan, der soll da kommen und möglicherweise eben dann nicht durch solche Kryptowährungen gestört werden. Man sieht also, dass hier China offenkundig versucht, die Kryptowährungen zu verdrängen angesichts des eigenen Ziels, den digitalen Yuan durchzusetzen. Apropos China, wir sehen jetzt ein Artikel hier aus der China Morning Post, dass das Handelsvolumen zwischen den USA und China so gering ist wie seit 2009 nicht mehr. Sid Donald machte es möglich, der Konkurrenzkampf zwischen diesen beiden Titanen macht es möglich. Da geht es ja um Spannungen mit Taiwan, da geht es um so viele Dinge, die hier in Konkurrenz zueinander stehen und da ist kein Ende absehbar. Jetzt scheinen die Europäer mehr und mehr auf Seiten der USA wieder zu drehen. Man hat jetzt dieses Investitionsabkommen mit China, dürfte man heute canceln. Das EU-Parlament wird darüber heute abstimmen, aber sehr wahrscheinlich sagen, ja, also
Das machen wir nicht. Damit rückt die EU, rückt die Eurozone jetzt immer stärker an die USA heran und entfernt sich von China. Aber nochmal zurück zu Bitcoin. Wir haben jetzt eine Korrektur so um und bei 37%. Das ist durchaus im Rahmen des Normalen bei Bitcoin. Wir sehen oben hier den Chart, da ist Bitcoin jetzt an der 200-Tage-Linie. Kurzfristig überverkauft, gar keine Frage. Wir hatten schon Korrekturen von 94%, 84% und haben dann jedes Mal neue Allzeithochs gemacht. Also das muss noch lange nicht zu Ende sein, aber es ist natürlich schon ein Schlag ins Kontor, vor allem für diejenigen, die dann eben über 60.000 noch gekauft haben und jetzt sehen, uiuiui, da bin ich leicht im Minus, das ist ja Rebes unschön und da gibt es vielleicht den einen oder anderen, der dieses Erlebnis macht, vielleicht neben seiner Frau im Bett liegt, die glaubt, naja, der Kerl, der denkt wieder an andere Frauen und er denkt eigentlich nur an Bitcoin und den Preisverfall und dass das richtig wehtut in seinem Portfolio, aber so ist das Lebe. Lebe geht weiter, sagt Stojanovic 1, aber es ist eben wie es ist und man wird sehen, ob jetzt die Dipkäufer reinkommen. Novogratz und andere Bitcoin-Freunde hatten sich da schon dahingehend geäußert, dass das gute Nachkaufkurse sein sollen. Kommen wir mal insgesamt zu den Märkten. Bitcoin also unter Druck. Wir sehen aber, dass der Dollar weiter fällt. Ungewöhnlich eigentlich in Situationen, in denen so ein bisschen Risk-Off angesagt ist. Normalerweise steigt der Dollar ist aber schwach. Sind in dem Bloomberg Dollar Index oben mit der Tagesbewegung und wir sind jetzt an einer zentralen Unterstützung aus dem Jahr 2018 angekommen. Da sollte der Kurs halten, der Dollar Index halten, dieser Währungskorb, sonst könnte es ziemlich stark nach unten gehen mit dem Greenback und wir sehen, dass auch die Rohstoffe gestern schwach waren. Wir sehen also, dass jetzt der Dollar schwach ist, aber alles, was gegen den Dollar gehandelt wird, nicht stark ist. Komischerweise auch die Rohstoffe nicht, die ja zuletzt eine so immense Rallye haben absolvieren können. Stichwort Lumber, Stichwort Kupfer, Stichwort Eisenerz. Man kommt gar nicht mehr hinterher mit der Aufzählung. Gestern auch wieder unter Druck. Und wir sehen, dass nicht unter Druck bisher, und das ist das Kriterium nach meiner Auffassung, ab wann es an den Märkten wirklich eng wird, wenn nämlich die High-Yield-Spreads deutlich steigen, also die Risikoprämien für Ramschanleihen, wenn man so will. Das ist derzeit überhaupt noch nicht der Fall, weil die Liquidität eben so groß ist und die Sehnsucht nach noch ein bisschen Rendite, und die gibt es da noch immerhin so, naja, 3-4% kann man da kriegen für eine Anleihe, die hochausfallgefährdet ist. Aber solange der Optimismus eben so groß ist, dass wir einen wirtschaftlichen Boom erleben, gehen die Anleger, die Investoren davon aus, oh, wird schon nichts schief gehen, nehmen wir die Rendite. Warum gehen die Rohstoffe vielleicht ein bisschen nach unten? Weil wir jetzt Schwierigkeiten sehen mit dieser ganzen Infrastrukturgeschichte. Biden kommt nicht so richtig weiter mit den Republikanern. Und alleine wird es schwierig. Alleine wird er das nicht durchziehen können. Zumindest nicht vor September. Das würde also noch einigermaßen dauern und viele Rohstoffe, so scheint mir, sind ja schon sozusagen im Vorlauf, in Vorfreude auf dieses Infrastrukturprogramm gestiegen, aber da ist derzeit relativ starker Stillstand. Werden dennoch Value-Werte, die jetzt zuletzt ja ganz ordentlich gelaufen sind, besser gelaufen sind als Tech, weiter performen? Oben hatte ich diese Grafik gestern schon mal gezeigt, normalerweise dauert ein Zyklus, Value gegen Growth oder Growth gegen Value, 33 Monate durchschnittlich. Kann viel länger gehen, kann auch kürzer gehen. Wir sehen aber, dass zum Beispiel in den späten 90er Jahren, im Jahr 2000, Februar 2000 war es, da peakte Growth zu Value und danach ging es geschlagene 7 Jahre in Richtung Value und zwar durchschnittlich mit einer Jahresoutperformance gegenüber Growth von über 14%. Das heißt nicht, dass Value deutlich gestiegen ist und Tech weniger deutlich gestiegen ist oder Growth, sondern Value ist weniger gefallen. Es gab ja dann kleine Rücksätze an den Aktienmärkten, Sie erinnern sich vielleicht, im Gefolge des Platzens der Dotcom-Blase. Das hat also ziemlich lange gedauert. Das war ein richtiger Trend und möglicherweise stehen wir jetzt am Beginn eines Trends, der eben jetzt gerade erst angefangen hat. Apropos Trend, wenn wir uns interessieren, was machen eigentlich die Dickfische? Wie positionieren die sich? Was machen die mit ihrem Geld? Dann schauen wir mal auf ihre Erwartungen und ihre Umsetzung dieser Erwartung. Die sind ja sehr, sehr optimistisch, erwarten Boom, erwarten höhere Inflation.
und sind sehr, sehr stark in Commodities investiert, sind jetzt sehr stark auch im britischen Pfund investiert, in Banks, in Materials, in Industrials, auch in Equities, also in Aktien insgesamt, im Euro, in der Eurozone. Da ist man also sehr optimistisch. Weniger optimistisch ist man für Utilities, also diese defensiven Versorger, für Tech, für Cash, für den Dollar und für Bonds. Das sind also die Verlierer sozusagen in Sachen Positionierung. Da will keiner reingehen. Wenn wir uns den Unterschied mal zum Vormonat anschauen bei dieser Umfrage der Bank of America, dann sehen wir, dass man Energie übergewichtet hat zuletzt, Staples übergewichtet hat, rausgegangen ist aus Tech, rausgegangen ist aus Emerging Markets, ein bisschen reduziert hat bei Commodities, Bonds, Cash und die USA. Aber insgesamt ist der Trend relativ klar. Man rechnet eben mit diesem Reflationstrade, mit diesem Reopening der Wirtschaft, mit stärkerer Inflation. Dementsprechend Value und Zyklika gefragt und Tech etwas weniger gefragt. Wir sehen hier, wir haben ein absolutes Allzeithoch, sowohl was jetzt die Inflationserwartungen als auch die Wirtschaftserwartungen betrifft. Das ist der Konsens-Trade, der derzeit der Fall ist. Tritt der ein? Das ist die große Frage. Hier sehen wir mal, was in Sachen Inflation und Wachstum so gedacht wird bei diesen großen Playern, die sicherlich manchen Einblick haben. Es ist ja so, dass Inflation und Tapering und die Aktion der Fed, der Notenbanken, das zentrale Thema derzeit sind. Wie stark wird die Inflation? Dementsprechend, wie stark müssen vielleicht die Notenbanken auf die Bremse treten, die ja behaupten, Inflation ist temporär, transitory. Jetzt schauen wir uns mal an, da gehen eben 69% davon aus, dieser befragten Großinvestoren, dass wir sowohl Wachstum über dem Trend sehen, als auch die Inflation über dem Trend sind. Dann sagen, ja, aber wir sehen, 19% sagen, ja, wir sehen Wachstum, aber nach wie vor bleibt Inflation überhaupt kein Problem. Below Trend Inflation sagen 19%, dass wir weniger wachsen, aber trotzdem einen Inflationsschub haben, glauben 8%, und dass wir wenig wachsen oder dass wir unterdurchschnittliches Wachstum haben und unterdurchschnittliche Inflation, da sieht man nur 4% Wachstum, aber was 4% sehen das so, aber das ist eben so einer der entscheidenden Punkte. Stehen wir möglicherweise vor einem stagflationären Szenario, also einem Sugar Rush im Gefolge der Wiedereröffnung der Wirtschaft, dann aber sozusagen endet dieser Sugar Rush. Die Wirtschaft kehrt wieder auf einem normal Vor-Corona-Niveau zurück, Vor-Corona-Blasen-Niveau zurück, und das Wachstum war ja anämisch, war ja nicht so besonders toll. Gleichzeitig bleiben aber die Preise hoch. Ist also die Inflation sozusagen ein Thema? Das ist die große Frage. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Aktienmärkten kommen, wir haben ja schon lange keine Korrektur mehr gesehen von 5%. Kürzlich sind wir mal 4,1% beim S&P 500 zurückgefallen, aber es ist vielleicht gesund, gut für die Märkte, wenn da mal eine etwas größere Korrektur stattfindet. Die Euphorie ist ja unglaublich groß. Alle sagen, es kann ja nicht schief gehen. Wir haben das Sicherheitsnetz der Notenbanken. Wir haben eine tolle Wirtschaft. Man spricht vom Goldilocks-Szenario, und das ist eine Situation, in der vielleicht manche zu euphorisch werden und schlichtweg die Käufer fehlen, weil alle schon drin sind. Wir hatten ja eine ähnliche Phase, wie ich schon öfter gezeigt hatte, zwischen März 2009 und in dem Jahr 2010, da ging es auch nach oben, und dann folgte mal eine Korrektur, bevor es noch einmal nach oben ging. Vielleicht ein Muster für die aktuelle Situation, wird man sehen. Jedenfalls sehen wir, dass wir gestern geschlossen haben beim S&P 500, beim Leitindex der Welt, bei 4.127 Punkten. Das war exakt der Schlusskurs des 12.04., also Mitte April um und bei, haben wir uns auch dort schon befunden. Wenn man so will, sind wir jetzt gut einen Monat in der Summe nicht verändert. Natürlich mal nach oben kurz ausgerissen mit neuem Allzeithoch, aber jetzt sind wir eben wieder Stand der Mitte April. Und wir sehen, dass bestimmte Rohstoffe aber sich seitdem deutlich besser entwickelt haben. Coal 25%, Metalle 19%, Uran 17%, Silber 16%, Energy 13%. Russland plus 12% und der Value plus 3%, also es tut sich schon was. Insgesamt sehen wir, dass wir noch nie so viel Equities auf den Markt geworfen haben sehen wie jetzt in diesem Jahr. Also das übertrifft deutlich die Internet-Bubble, jetzt haben wir die Covid-Bubble, IPOs, SPACs, diese ganze Geschichte, aber die Party ist da irgendwie vorbei. Die SPACs finden praktisch nicht mehr statt aufgrund von Regularien, die IPOs, die laufen richtig gut runter, könnte man sagen, nachdem diese Euphorie ja
sehr, sehr groß war. Wir sehen unprofitable Tech-Unternehmen unter Druck. Also da wird schon differenziert plötzlich zwischen soliden Geschäftsmodellen und weniger soliden Geschäftsmodellen. Jetzt wollen alle nochmal schnell in dieser Covid-Bubble ihre Equities an den Markt bringen, nochmal die Gelegenheit nutzen, billig sich Geld zu verschaffen, indem man zum Beispiel eigene Aktien emittiert etc. Also das ist ein interessanter Punkt, der so nicht wird bleiben können. Jetzt hat neben Stan Druckenmiller, der kürzlich ja die Fed kritisiert hatte, auch Larry Summers stark gesagt, dass das, was die Fed da tut, sei dangerous complacency, sei also eine gefährliche Naivität, mit der die Notenbank da vorgehe, denn er will sozusagen oder er weist darauf hin, dass die Notenbank dann wahrscheinlich sehr, sehr krass umsteuern muss. Und Larry Summers ist ja nicht irgendwer, sondern eine wichtige finanzpolitische, wirtschaftspolitische Figur in den USA, ja schon in der Regierung Obama. Und abschließend, wir hatten gestern ja das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass die Klage von Gauweiler und Lucke zurückgewiesen hat, dass die Anleihekäufe der EZB verfassungswidrig seien. Da hat jetzt Marcello Fraccia natürlich gleich wieder gejubelt. Hurra, ist gut, dass das Verfassungsgericht das auch inhaltlich zurückgewiesen hatte. Nun würde ich mal behaupten, dass das Verfassungsgericht von der Materie relativ wenig Ahnung hat. Es handelt sich natürlich um Staatsfinanzierung durch die Hintertür. Jetzt haben wir mit diesem ganzen PEP-Programm sozusagen eine europäische Staatsfinanzierung durch die Hintertür, durch die Notenbanken. Allen ist das klar, aber es wird eben eine Tendenz erkennbar, dass auch das Bundesverfassungsgericht immer politisierter wird. Man geht im Grunde die Politik mit, weil man sonst ein Riesenproblem hätte, würde Deutschland eben sagen, nee, diese Anleihekäufe, dieses QI ist verfassungswidrig, dann würde es richtig politisch Zunder geben, das will keiner, also urteilt das Verfassungsgericht eben im Sinne der Politik, wie es jetzt auch schon dieses etwas merkwürdige Urteil in Sachen Umwelt gezeigt hat, als man gesagt hat, ja, ihr müsst da deutlich nachbessern, wir wissen gar nicht, was in 10, 15 Jahren, ab dem Jahr 2030 so das Verfassungsgericht, wir wissen gar nicht, was in 10 Jahren an technischem Fortschritt ist, was da wirklich der Fall sein wird, und jetzt sagt ein Verfassungsgericht, was wir umweltpolitisch tun sollten, das sind Grenzüberschreitungen, die nach meiner Auffassung nicht gut sind, die nicht wirklich sinnvoll sind, das sollte man den Gewählten überlassen und die Wähler sollten sich dementsprechend eben entscheiden. Aber Hauptsache, Marcel Fratscher findet das richtig gut. Lasst ihn endlich rein in die EZB. Vielleicht ist dann endlich mal Ruhe. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Mittwoch. Ein bisschen Luft wird entweichen aus der Blase. Wie viel, das werden wir sehen. Normalerweise kommt in Europa dann erstmal die Erholung und dann wird es vielleicht wieder etwas schwieriger. Mal schauen, ob Bitcoin sich erholen kann. Ihnen das Allerbeste. Servus und ciao.